Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde in Bild und Ton. Fox, tönende Wochenschau. Donnernde Geschütze, sterbende Menschen, brennende Häuser. Alle Schrecken des Krieges haben sich für das ungarische Volk aufgetan. Freiheitlich gesinnte Studenten und Arbeiter, unterstützt von großen Teilen der Bevölkerung und Teilen der ungarischen Armee, haben sich gegen das kommunistische Regime erhoben. Ununterbrochen treffen im österreichischen Grenzort Nickelsdorf Flüchtlinge, ungarische Aufständische und Krankenwagen ein. Entlang der besonders markierten Grenze patrouillieren zwischen Österreich und Ungarn Einheiten der österreichischen Bundeswehr. Die ganze Welt schickt Medikamente, Blutkonserven, Verbandszeug und Kraftnahrung. Die Hilferufe des ungarischen Volkes waren nicht umsonst. Die Straße nach Budapest. Ist das Hauptquartier aller Aufständischen westlich von Budapest. Den Ernst der Situation unterstreicht deutlich die Pistole auf dem Schreibtisch. In diesem Gefängnis waren hauptsächlich politische Gefangene untergebracht. Die erste Tat der Aufständischen war die Befreiung der Häftlinge. Der gefürchtete Staatssicherheitsdienst hatte uneingeschränkte Machtbefugnisse in Ungarn. Die Toten bei dieser Befreiungsaktion wurden unter Anteilnahme der ganzen Stadt beigesetzt. Die Kreuze ihrer Gräber werden Györ an den Tag erinnern, an dem Freiheit mehr bedeutete als das Leben. Überall, wo unser Aufnahmestab erschien, wurde er herzlich empfangen, als Sendbote des Westens. Gesamte Verkehr still. Das Stadtinnere. Ein Bild schwerer Zerstörungen. Die Not ist groß in Budapest. Vor den Lebensmittelgeschäften stehen in langen Schlangen die Bewohner dieser einst so schönen Stadt für ein Stück Brot an. Überall Zeugen erbitterter Kämpfe. Umgestürzte Lastkraftwagen, zerschossene Straßenbahnen, die als Straßensperren gedient hatten, bewegungsunfähige Panzer, ausgebrannte Häuser.
Zahl der Opfer dieses Befreiungskampfes ist noch nicht zu übersehen. Das Stalin-Denkmal wurde kurz und klein geschlagen. Die Fahne der Aufständischen, die ungarische Flagge, der Sowjetstern wurde herausgeschnitten. In Ungarn haben russische Panzer den Aufstand der Freiheitskämpfer erstickt. Unser Bericht zeigt den dramatischen Verlauf des ungarischen Freiheitskampfes. Am 23. Oktober, Sympathiekundgebung für Polen in Budapest. Tausende von Studenten und Arbeitern bekundeten ihre Freude über den neuen Kurs in Polen. Bei dem anschließenden Protestmarsch waren es bereits Zehntausende, die sich nun auch offen gegen den Kurs der ungarischen Regierung wandten. Es kam zu Zwischenfällen, die wiederum zu einem Aufstand gegen Polizei und Regierungstruppen führten. Wie eine Lawine wuchs der Aufstand. In allen Teilen des Landes erheben sich ungarische Freiheitskämpfer, um gegen jede Form der Unterdrückung zu kämpfen. Dann überstürzen sich die Meldungen. Das Militär geht teilweise auf die Seite der Aufständischen über. Forderungen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Abzug der russischen Besatzung werden immer deutlicher. Es kommt zu tagelangen Kämpfen. Der Freiheitswille des ungarischen Volkes war stärker als Truppen und Polizei. Die neu gebildete Regierung Imre Nagy gab den Sieg der Aufständischen bekannt. Die Zahl der Toten und Verwundeten geht in die Tausende. Kardinal Mindszenty, der Fürstprimas von Ungarn, wurde befreit. Die Lage im ganzen Land ist chaotisch. Terror, Not, Hunger und Elend herrschen in Ungarn. Die Aufständischen haben sich zersplittert. Eine einheitliche Führung fehlt. Entgegen der Versicherungen Sowjetrusslands, ihre Truppen aus Ungarn zurückzuziehen, haben die Sowjets mit allen militärischen Machtmitteln den Kampf gegen die ungarische Freiheitsbewegung aufgenommen. Pausenlos gingen Hilferufe in die ganze freie Welt und an die Vereinten Nationen. Der Vormarsch der Sowjets ging weiter. Die von ihnen eingesetzte Regierung unter dem KP-Parteichef Janosch Kadar versprach dem ungarischen Volk, seine gerechten Forderungen zu erfüllen. Aber noch kämpfen Gruppen von Aufständischen gegen die sowjetische Übermacht. Gegen das Vorgehen der Sowjetunion in Ungarn protestierte der Freie Westen. In West-Berlin machten Tausende vor dem Ehrenmal der sowjetischen Armee ihre Entrüstung Luft. In einer Massenkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus brachten die Berliner ihre Anteilnahme am Schicksal des ungarischen Volkes zum Ausdruck. Die aufgebrachte Menge wollte auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor vordringen, um von dort aus über die Sektorengrenze nach Ost-Berlin zu gelangen, mit der Absicht, vor der sowjetischen Botschaft für Ungarn weiter zu demonstrieren. An diesem Vorhaben mussten die Berliner von der Polizei gehindert werden. Die Empörung kannte keine Grenzen. Auch in der italienischen Hauptstadt kam es zu spontanen antikommunistischen Kundgebungen.
Vor allem Studenten, junge Arbeiter und Angestellte hatten schwere und blutige Zusammenstöße mit den Kommunisten. Auch hier mussten die Sicherheitsorgane mit allen Mitteln gegen die Demonstranten einschreiten. Aber das Gebot der Stunde in der ganzen freien Welt war der Ruf nach freier Selbstbestimmung aller Völker. In Frankreich empörte sich die Bevölkerung gegen die sowjetischen Maßnahmen in Ungarn. In einem Fackelzug zogen Demonstranten zum Grabmal des unbekannten Soldaten und legten Kränze zu Ehren der gefallenen Freiheitskämpfer Ungarns nieder. Im Anschluss an diese Zeremonie stürmten 10.000 zum Gebäude der kommunistischen Parteileitung. Wie in anderen Hauptstädten der Welt ließ die Menge ihre Wut an den Kommunisten ihres Landes aus. Die Polizei sah tatenlos zu, wie das Hauptquartier der französischen Kommunisten in Brand gesteckt wurde. Flammenzeichen einer Welt in Unruhe. Auch in Deutschland treffen täglich Transporte aus österreichischen Auffanglagern ein. Die Helfer der Caritas und des Roten Kreuzes sind von morgens bis in die Nachtstunden bemüht, den Flüchtlingen ihr hartes Los, wo immer es nur möglich ist, zu erleichtern. Elf Jahre nach Kriegsende. Ein Flüchtlingsstrom, wie wir ihn aus der eigenen Vergangenheit nur allzu gut kennen. Sie flohen vor dem sowjetischen Terror. Viele von ihnen haben nicht nur die Heimat, sondern auch ihre Familien verloren. Über 30.000 ungarische Flüchtlinge wurden bis jetzt registriert. Im amerikanischen Konsulat in Wien herrscht Hochbetrieb. Tausende bitten um ein Visum für die Vereinigten Staaten. Ungarn, die eine neue Heimat suchen, Amerikaner, die in Ungarn gelebt haben und in ihr Vaterland zurück wollen. Im Flüchtlingslager Eisenstadt traf als Geschenk des Papstes ein fahrbarer Kirchenwagen ein. Ein ungarischer Priester ließ die heilige Messe. Alle Flüchtlinge kamen zu diesem ersten Gottesdienst fern der Heimat, um Trost und Hilfe von Gott zu erbitten. Ununterbrochen starten in Wien Maschinen, um ungarische Flüchtlinge in die freien Länder zu fliegen. Die ersten Sonderflugzeuge mit Kurs nach England. Auch Schweden hat vielen Flüchtlingen die Tore geöffnet. Wenn auch die Aufnahme in diesen Ländern Obdach und Sicherheit bedeuten, die Heimat kann diesen Menschen niemand ersetzen. In Beirut verließen 11 Uhr. So sieht Budapest heute aus. Der erste authentische Filmbericht aus der ungarischen Hauptstadt seit dem Großeinsatz russischer Kampftruppen. Zerschossene Häuser, Trümmer, hungernde und frierende Menschen. Die ungeheure Kraftprobe zwischen Ungarns Bevölkerung und der von den Sowjets eingesetzten Regierung Kadar ist noch immer nicht beendet. Auch Krankenhäuser wurden beschossen. Selbst das international anerkannte Rote Kreuz konnte keinen Schutz mehr bieten. In umfangreichen Streikaktionen
protestierte die arbeitende Bevölkerung gegen die Maßnahmen der Regierung Kadar. Der Widerstandswille des ungarischen Volkes ist trotz aller Drohungen noch nicht erloschen. An der österreichisch-ungarischen Grenze. Vielen Ungarn bleibt nur noch die Flucht. In den einsamen Sümpfen und in den Städten des Grenzgebietes erfüllt sich so manches Flüchtlingsschicksal. Krank, verwundet und dem Erfrieren nahe, schaffen nicht alle den rettenden Weg in die Freiheit. Die Schilderungen der Glücklichen aber, die Österreich erreicht haben, sind erschütternde Berichte von den Tragödien der Menschen auf der Flucht. Schmal ist der Weg in die Freiheit. Die Brücke wurde gesprengt, doch Not macht erfinderisch. Auf einem dünnen Baumstamm balancieren ehemalige Widerstandskämpfer zum rettenden Ufer. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Hindernisse, steigt der Flüchtlingsstrom immer weiter. Beinahe 100.000 Menschen wurden in Österreich registriert. Die erste warme Suppe nach Tagen des Hungers. Nach Tagen der Entbehrungen wieder eine Zigarette. Die Angst vor der Deportation, die Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen der neuen Regierung treibt ganze Familien aus ihrer Heimat. Geboren in Ungarn, aber wo wird das Kind aufwachsen? Wo werden ihm Vater und Mutter ein Heim geben können? Mit letzter Kraft erreichen sie ihr Ziel, die rettende Grenze. Sie haben alles verloren, aber sich selbst sind sie treu geblieben. Hand in Hand werden sie ein neues Leben beginnen, bei Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Doch das Ziel der meisten von ihnen ist, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können, in ein freies Ungarn.